nämlich das allererste Weihnachtsvideo auf meinem Kanal für euch. Ist das kein Highlight? Ja. Und zwar geht es heute darum, wie wir diesen wunderschönen Tannenbaum geschmückt haben. Ist zwar etwas, nein, eigentlich ist das nicht zu früh. Ich finde, das ist genau passend, ja. Und deswegen haben wir einfach mal unseren Tannenbaum zusammen geschmückt. Wir haben hier, ich habe eine kleine Deko-Idee für euch, die ich super schön finde. Und die habe ich von Pinterest. Ich kann euch das vielleicht, wenn ich das nochmal finde, in die Infobox verlinken. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal finde. Hoffen wir einfach mal, ja. Ja, ich möchte euch einfach so zeigen, wie wir unser Wohnzimmer jetzt in der neuen Wohnung endlich, ja, Halleluja, weihnachtstauglich gemacht haben, da wir dieses Jahr bei uns Heiligabend feiern werden. Deswegen muss das natürlich hier alles auch etwas schön aussehen. Und deswegen dachte ich, zeige ich euch das alles. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß bei dem Video. Das Wichtigste für mich an Weihnachten ist auf jeden Fall der Tannenbaum. Ohne Tannenbaum geht überhaupt nichts und am liebsten so früh, wie es einfach nur geht. Tim und ich benutzen seit circa 2-3 Jahren einen künstlichen Tannenbaum, der ist 1,20 hoch, das reicht für uns total. Dann haben wir einfach nur noch eine Lichterkette und den Baumständer. Der war schon mit beim Baum dabei und dann haben wir einfach angefangen, den Baum aufzubauen, was ja eigentlich sehr einfach war, weil du einfach alles nur aufeinander stapeln musst, ein bisschen auseinanderziehen musst. Und ich glaube, der hat 20-30 Euro gekostet und du musst einfach nie wieder einen Tannenbaum kaufen. Und das ist auf die Jahre gesehen total gut. Für uns reicht der auch, wir brauchen auch keinen echten und deswegen kann ich sowas echt nur empfehlen. Dann haben wir noch die Lichterkette reingetan. Ja, wir hatten eine Lichterkette zu wenig. Oben sieht es ein bisschen leer aus und rechts auch, aber es geht noch. Und dann haben wir angefangen, den Baum ein bisschen zu schmücken. Dieses Jahr haben wir uns für Rot, Grün, Silber entschieden. Und das Allerwichtigste bei einem Tannenbaum ist natürlich die Spitze. Was auch im Winter oder an Weihnachten auf keinen Fall fehlen darf, sind Kerzen. Die machen einfach sofort eine gemütlichere Stimmung. Ich habe tourmäßig Kerzen an im Winter und vor allem an Weihnachten. Die Idee hier habe ich bei Pinterest gefunden. Ich fand die einfach so genial, weil es so mega cool aussieht, total einfach ist, super billig und jeder bekommt sie hin. Dafür braucht ihr einfach alte Bilder oder Bilder, die ihr das ganze Jahr über sonst benutzt. Einfach Geschenkpapier und ein paar Schleifen. Und dann fangt ihr einfach an, die Bilder in dem Geschenkpapier einzuwickeln. Bei so Leinwänden, wie ich die jetzt habe, müsst ihr nur ein bisschen aufpassen. Das Tesafilm klebt nicht so gut an dem Stoff, dafür aber an dem Holz. Versucht es einfach. Irgendwie wird es auf jeden Fall kleben bleiben. Was dann am Ende auf keinen Fall fehlen darf, ist die Schleife, damit das Bild nicht so trist aussieht. Und schon sind wir fertig. Einfach einen Nagel in die Wand machen oder ihr könnt es auch mit Tesastripe so festkleben. Und sofort sieht eine weiße Wand viel besser aus. Sie sieht direkt viel aufwendiger aus, meiner Meinung nach. Ich finde das super schön. Ich werde mir das jetzt auch öfters angewöhnen. Ich finde es einfach mega geil. Da wir dieses Jahr so im Umzugsstress waren, haben wir total vergessen, uns einen Adventskranz zu kaufen. Und da dachte ich mir, als wir bei IKEA waren, machen wir einfach selber einen. Und da habe ich dann einfach eine Tischdecke gekauft, 4 so kleine Sternteller und 4 rote Kerzen. Und dann dachte ich, das Simpelste ist einfach die Sterne hinzustellen. Und dann die roten Kerzen reinzustellen. Und sofort hat es irgendwie was Gemütliches durch die roten Kerzen. Es ist genauso gut ein Adventskranz, nur halt ohne Tannen, aber ich finde ihn trotzdem total schön. Und
Und den letzten Tipp, den ich euch noch geben kann, legt einfach überall auf euer Sofa oder auf euer Bett flauschige Decken. Und das war mein Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen. Das würde mich sehr glücklich machen. Und dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr noch bei meinem letzten Video vorbeischaut. Und hier unten verlinke ich euch mal meine Vlogmas-Playlist. Da könnt ihr natürlich auch sehr gerne mal vorbeischauen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach bei meinem nächsten Video wieder. Ciao!